Jo Leute, herzlich willkommen zu dieser Runde Dota 2. Es wurde mal wieder Zeit für Sniper, dachte ich mir, ey. Haben wir zu lange nicht gespielt, ne Simon? wir gehen Mitte in dem Spiel gegen einen ziemlich harten Konter leider, gegen Storm. Ich habe auch nicht als letztes gepickt, deshalb hat er als Last Pick mich gekontert. Nicht unbedingt im Duell in der Mitte, obwohl der Storm jetzt auch schon deutlich stärker ist als früher und klarkommt, sondern dann natürlich eher später einer der besten Helden gegen Sniper, was Gap Close angeht. Dann hier Kess. Mal sehen, wie er den spielt. Ich denke mal, Hard Carry sieht hier so aus vom Lineup her. Und wir haben, boah ja, ganz schön greedy Late Game. Wir haben Terrorblade, aber das vielleicht Support? Nee, ne? Nee, der geht nicht auf Support. Wir haben auch Lich und Venomancer. Wir haben Terrorblade Offlane. Ist wahrscheinlich schon spielbar aktuell, aber ich hätte mir was anderes gewünscht. Und Chaos Knight. Mal sowas von wert. Und Bounties kriegen wir auch noch. Hammer. Gale ist halt auch sehr stark auf Level 1. Da sind sie zu lang hinterhergerannt. Der CK war ein Tick zu tanky. Was ein Start. Und es trägt viele Stats. Ich glaube nicht, dass sie hier Vision haben, obwohl wir da gerade gekämpft haben. Es wirkte nicht so. Der Treant hat auch noch beide Wards. Mensch, hat noch ganz viel Sentries. Was ist denn mit denen los? Die sind ja übel am Schwitzen. Hätte ich ihn vielleicht hinein können, aber mir war wichtiger, meinen zu kriegen und den Range Creep vor allen Dingen zu sichern. Den kriegt er nicht mehr. Halten wir die Creeps hier, während sein Tower die von ihm pusht. Das sollte ganz gut sein. Stehen wir wieder oben an der Klippe. Aber Boots als nächstes einfach. Ah, das war nicht so gut von mir. Ich auch kriegen. Okay, ist natürlich ein hammer Start. Wir haben ja auch Doppel-Race-Band so schnell bekommen. Profitieren ein wenig vom Attack-Damage. Hat er sich so schön gedacht, da beide mit einem Remnant irgendwann zu holen. Sehr wenig geschottet da. Aber immerhin den bekommen, nicht gemisst oder so. Kann schon sein, dass das Dom mich irgendwann mal holt, wenn ich wenn er Level 6 ist, aber wir werden sehen. Ja, 1-1-1 hier für die Range. Wir behalten eh als Value-Punkt. So, er hat schon mega Bock da. Ach, ich lasse ihm die. Ich habe überlegt, ob ich ihn jetzt harass dafür oder so. Macht er gar nicht. Die holen. Nehmen wir die kurz. Ich glaube, ich verpasse nur einen nahe. Ja. Schade, ich wollte drei treffen. Fühlt sich immer richtig schön an, Sniper zu spielen. Überhaupt nicht lame oder sowas. Nee, nee. Ganz normaler Held halt. Stick wäre auch nicht schlecht gewesen, aber ist gerade angeboten mit dem Branch. Ich glaube, jetzt hole ich ihn nicht mehr. Klassisch schnell auf 1. Storm ist sowieso bald sehr mobil. Ah, oh, auch nicht gut von mir. Hm? Ich glaube, das war ein bisschen unlucky. Der war zwar schon ganz leicht vorgeschwächt, der Range Creep, aber geringe Chance, dass er den killt, der Tower.
Ich überlege gerade, ob ich Heilung holen sollte, aber gleich kommen auch Quellruhen. Your top tower is under attack. Was? Wieso hat der Ding jetzt nicht angegriffen? Er versucht, die Wave hart zu pushen wegen dem Timing von der Rune. Aber ich sollte klarkommen. Komm schon. Oh, ich dachte, ich krieg den. Fünf-null schon, Alter. Krass. Vielleicht sollte ich einen Ward nachkaufen. Demnächst. Für Sniper immer guten Ward zu haben. Na, erstmal so. Ich werde Dragonlance gehen. Bald ist er 6, dann wird's unangenehm. Richtiges Arschloch. Nochmal einmal ihn sauer machen, bevor er Level 6 wird. Soll man da jetzt Raindrops kaufen, Leute? Falls der eine DD kriegt oder sowas. Ich will Potman auch keinem, ich glaube nicht, dass der gankt mit Level 5 auf Storm. Hm. Ein bisschen anders gelaufen mit dem Primal, aber hatte noch zu viel Leben. Ist einiges an Creeps für verloren. Lass mal probieren. Oh, scheiße. Überraschungs-Headshot. Ja, ich glaube, der jungelt auf Level 6 und ist jetzt auch schon Level 6 wahrscheinlich. Hofft dann auf eine gute Power Rune. Scheiße. Die hat er, glaub. Ja. Storm ist Region. Auch noch eine Region. So richtig gemein. Wahrscheinlich die beste, die er finden konnte. Noch besser als DD. Alles bei mir. Könnte er noch Assassinate machen, aber gegen Ball Lightning, naja. Vielleicht um ihn wirklich zu zwingen, Regen zu verwenden. Ich geh mal Raindrops hier. Das gewusst, da hätte ich da vielleicht sogar noch hin, aber den kriegt er ohne mich, denke ich. Kosten? Ne, ja, haben wir gleich. Muss wirklich unterm Tower bleiben jetzt. Also, er hat die Region benutzt, aber noch eine volle Bottle. Okay, Bottom. Kommt wahrscheinlich runter, der Storm. Sieht mir auf dem Map nicht so aus, als hätten die Care Bottom Guys. Care. Als hätten die so Bock, da sich zurückzuziehen. Storm ist. Ah, hier ist Middle. Ziemlich sicher, dass es. Also, ich war ziemlich sicher, dass der Storm unten gängt. Das scheint zu laufen, ne? Mit dem Terrorblade. Da habe ich ihn richtig genutzt. Nein! Ich musste Thread switchen. Und dadurch hat mir das Mana kurz gefehlt. Und dann war er genau aus der Vision. Übelst unlucky. Die Falle ist zugeschnappt, aber habe ich es versaut. Hätte Thread switchen vor dem Shot nehmen müssen. Goddammit. Ich glaube nicht, dass er das Assassinate überlebt hätte. Die Living Armor habe ich auch nicht mit gerechnet. Die war auch gut gespielt von ihnen. Aber es war auch mega knapp, wenn mein Thread Switch
bin immer schneller gewesen. Oh snap. Schönes Tipp hier von Venno. Ja, da haben die Raindrops sich auf jeden Fall mal ausgezahlt. Oh, die Bounty ist noch oben drauf. Weiß nicht genau, ob es Sinn macht, dieses Camp jetzt noch zu farmen, bevor man einfach straight Base geht, aber wir haben halt noch genau die richtigen Spells dafür. Und die Dragonlands jetzt schon fertig zu haben, ist natürlich geil. Ich mache das hier genauso, das sieht da gut aus. Maelstrom danach. Granate muss ich mal gucken, ob ich die so früh benutze. Das Geile am Maelstrom ist, dass man die Gloves jetzt direkt kaufen kann. Das ist nice für Sniper. Ist auch gut vom Lich, dass er hier kurz den Farm holt und so, bevor ich zurückkomme. Vielleicht ein Tick zu früh sogar TP't. Scheiße. Ah, ja, 50 Mana. Das geht. Wir haben ja Raindrops für die Region. Das denied. Illusion. Elo brauche ich nicht. Bin durchaus gewillt, auch noch auf einer Lane mitzumachen, so ein bisschen demnächst. Wahrscheinlich sollte ich jetzt schon reinpushen hier, damit der Storm ein bisschen wieder in die Mitte muss und sich mal zeigen muss. Immer blöd, wenn der ganken kann. Und dann Camps farmen oder so. Oder Tower pushen. Also schwierig, ne, mit Tower push, wenn die mich ganken. Ah, sind alle Miss. Ich sollte nicht übertreiben. Ah, die sehen alle jetzt nicht so geil aus, finde ich. Der Tree vielleicht einfach für die ganzen Stats. Ah, ich nehme mal das mit der Magieresistenz. Komm schon, schneller. Nice. Ich bin auch dankbar, dass der CK und der Terrorblade ein gutes Spiel haben, auch wenn der CK jetzt einmal kurz gestorben ist. Solange es funktioniert, muss ich nicht so krass rotieren. Sniper, der alte Rotator, wer kennt's nicht. Was gibt's denn hier so? Schaden mit Headshot sieht doch gut aus. Ich will eigentlich pushen, aber... Ich weiß nicht. Ich weiß, es sieht schlecht aus, aber ja, die Venge hat schon gelauert. Vielleicht hätte ich die sogar killen können, die war voll low. Ups, ich dachte nicht, dass der Sieg jetzt hier hingeht. Hau ich die Lamp nehmen. Glaub, das passt. Geh halt davon aus, ne, mit dem Storm, der kommt aus dem Nix, die Venge swappt mich danach. Sniper ist immer so eine Sache. Und weil wir weit vorne sind in dem Game, bin ich viel wert. Hast das gleiche Budget wie so ein Sellout-Streamer. Keine Ahnung, ob ich da noch hinkomme. Gutes Toggle, ja. Nice. Die schreibt einen Hells los, ey. Richtig gut gespielt vom CK. Muss auch gleich noch ein Fragezeichen rausballern. Ganz in Angst vorm Storm. So. Wir wollen das hochskillen. Und wir wollen den Tower schnell holen. Der denkt ja jetzt, dass hinter mir Leute sind, wenn ich das mache. Oh Gott, ich habe Angst. Aber mit Dragonlands kommen. Uah. Jetzt kommt meine Hilfe. Ist immer das Gleiche mit Sniper. Hilf mir! Oh, er kann nicht stunnen! Oh, eine Sekunde bis zur Blume.
Nicht mal eine halbe. Da kam noch Cats vorbei. Ich war mir relativ sicher, dass es schief für sie geht, wenn sie mich so lange chasen. Aber ist es leider nicht. Aber ich knapp, ich hätte die Blume früher reinswitchen müssen für die Gloves. Dann hätte ich nochmal eine Sekunde überlebt, dann wäre noch ein Champnell rausgekommen. Und so weiter. Ich glaube, dann wäre richtig, richtig Untergang für sie gewesen. Es war so blöd, dass der CK dann nicht durchging, durch die Primal Beast Mini-Unterbrechungen. Guck mal, ist auch geil. Wenn er Sekunde sagt und weggeht, aber nicht aus dem Spiel geht, können wir nicht für ihn pausieren. Kannst du vergessen, als ob in Dota alle Gegner dann warten würden. Völliger Quatsch, dann farm ich das jetzt hier. Ich weiß ja nicht, wann der wiederkommt, sonst verpassen wir die gesamte Wave. Okay, ging jetzt recht schnell, aber ich war mir, wie gesagt, nicht sicher. Scheiße. Also wir brauchen jetzt was Defensives. Ist nur die Frage, ob wir Granate gehen oder einfach Four-Staff für die Pike schnell. Was zurzeit recht modern und beliebt ist auch. Ich stack die mal nochmal hier. Ich denke, ich bin der Beste, um die zu farmen. Der Sieke farmt das nicht gut, der Terrorblade kann sie knicken. Also es geht, aber nicht effizient. Ich glaube, ich gehe Pike. Granate habe ich halt schneller, ne? So die eine Sache, aber Pike ist allgemein geiler. Ich glaube, ich brauche irgendwie eine BKB natürlich, gerade wegen dem Storm Spirit, der nämlich anspringt. Hat Kaya, also geht jetzt nicht ein ganz schnelles Orchid oder so ein Scheiß. Wir haben noch nicht viele Tower. Wir haben nur den Top Tower und den Bottom Tower. Mitte habe ich auch noch nicht bekommen. Das ist halt wegen Living Armor auch nicht so leicht irgendwie. Ich bin mal gespannt auf den Cast, das ist Maelstrom gegangen. Ich würde den anders spielen, aber Maelstrom ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Muss da kurz weg, einfach wegen dem Storm. Vielleicht komme ich hier mit dem Assassinate dran, um zu helfen. Geil. Das war richtig gutes Timing. Bin mir nicht ganz sicher, ob sie mich hier sehen, aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Es geht da der Überkampf los. Richtig tiefer Dive. Ich werde in der Zeit den Mitte Tower pushen. Den sollte ich jetzt kriegen. Selten Spiel gehabt, wo mich ein Storm so hart ignorieren muss und so lange nicht anrollen kann, aber es ist, glaube ich, auch schwer für ihn hier. Also wir sind halt, ne, voll vorne ist sehr, sehr deutlich. Ach, ich schicke nochmal zurück. Den Wasser werde ich jetzt überhaupt nicht vermissen oder so. Das ist ja richtige Scheiße. Was ist das denn, ey? Ach ja, ich habe jetzt voll komplett schon alles. Ah. Irgendwie dachte ich, da ist jetzt eher Rückzug. Die Lich-Ulti sieht sehr krass aus.
krass, dass sie uns da noch verfolgt haben. Kein Kill bekommen, ne? Nicht mal den Storm habe ich bekommen. Enter Chicken hat ihn gekriegt. Enter the Chicken, ganz wichtig. Ups. Tick zu früh hier, in einer Minute. Könnten wir da Spaß haben mit dem Tormentor und der XP-Rune. Weil ich gerade im Urlaub bin, für euch, lade ich Spiele hoch, auch wenn sie Stompy sind, bevor gar nichts auf dem Kanal kommt, wisst ihr. So ein bisschen auf dem neuen Patch. Ich hatte dann vor dem Flug nicht viel Zeit. Beziehungsweise habe sie jetzt gerade nicht, weil der Patch spät rauskam, erst Freitag, ne, mit dem neuen Helden. Und ich am Dienstag schon fliege. Und das Ding ist, dass ich ja nicht wusste, dass keine Gameplay-Änderungen kommen. Ich wollte nicht ganz viel Gameplays auf einem alten Patch aufnehmen. Deshalb dachte ich mir, ja gut, dann machen wir es so, wir spielen auf dem neuen. Aber eindeutige Runden werden auch mal gezeigt. Vor allen Dingen, Sniper ist ja eh ein cooler Held, der, glaube ich, immer Spaß macht, auch wenn man voll abgeht. Beziehungsweise das ganze Team. Schöner 4. Und stark. Ich glaube, ich sollte einmal Base gehen. Nicht mal TPen, einfach gehen. Mit dieser Haste da. Jetzt trotzdem noch BKB. Oder soll ich einfach Mjölnir kaufen? Macht schon Spaß, so ein Mjölnir vor der BKB, muss ich sagen. Ich kann mich top schon hinstellen. Ich denke, ich bin stark genug. Alleine kann er mich nicht jumpen mehr. Wahrscheinlich wäre es korrekt, das Camp zu farmen. Schnell. Und dann die Wave einfach. So unspektakulär. Ich will wieder in die Action. Ihr seht ja, wie weit mein Team vorne ist. Also nicht nur in-game, sondern auch einfach auf der Map. Das Problem ist nur mit Sniper. Man braucht eine Weile, bis man so richtig, richtig am Start ist. Hätte ich sogar Stats skillen sollen, ich glaube nicht. So, Mjölnir. Ja, jetzt das nächste BKB. Und dann wahrscheinlich Shard oder so, mal gucken. Also ein endloser Giersack, ne? Meine Fantasie, dass ich als Sniper mit einem Tormentor irgendwann Shard kriege, ist durchaus auch da. Ich nehme die mal. Ich glaube nicht, dass der. Ich dachte, er ist Dom nimmt die, deshalb wollte ich hier den einen. Du Sau, ey. Du kleines Schweinchen, nur. Schon mit Gillys Hut kann ich ja auch mich verstecken, ne? Mit Take Aim. Naja. Angst vom Primal, dass er da runter gedasht kommt. Pike. Sonst würde ich mich das nicht so trauen. Vom Positioning. Wir stehen nicht so gut. Ist auch gut, wenn wir mal ein bisschen stompen. Ein wenig MMR zurückholen, also Hidden Rating. So stehen müsste ich mich eigentlich runterpiken können, wenn der kommt. Den will ich nicht hauen! Ja, der hat's nochmal geheilt irgendwie. Das war wunderbar. Das war richtig befriedigend, dass ich es hingekriegt habe.
Richtig genutzt, das Primal, Alter. Ich meine, was soll er machen? Oh. Dachte nicht, dass er da einrollt. Cooldown. Ich stehe mal beim Schabnell, falls der Storm nochmal Bock hat, aber ich glaube, der hat nicht mehr genug. Anna. War ein Quickie. Aber es war mir auch ein Anliegen, mal wieder Sniper zu zocken. Junge. Muss hier weg. Jetzt kommt irgendwie anders. Primal zum Beispiel. Nein, die war noch aktiv, die Blade, man, fuck. Ich dachte, die wäre ausgelaufen. Ich habe ihn voll outplayed. Das muss die letzte Millisekunde gewesen sein. Aber ich wollte es auch hart min-maxen, um zu zaubern. Da muss man auch ehrlich sagen. Ich wollte es einfach so aus Gefühl timen, dass die Blade mal ausläuft, bevor ich den Hit mache. Den letzten. Nicht geklappt. Hätte aber Assassinate channeln sollen in der Zeit oder so. Sehr geil. Sehr geil. Auch ein krasses Team gehabt, ne? Aber ich meine, Offlane Terror Blade. Support, okay, aber. Heftig. 5-0. Super ungleich. Haben die Gegner auch geschrieben. Große Skill-Differenz. Hat sich auch so angefühlt. Das war komplett der Stomp. Der CK. Auch sehr geil gespielt. Die Supports waren auch gut. Einfach irgendwie alle gut. Gab keine Aussetzer. Undankbar für den armen kleinen Kess, der den Held wahrscheinlich noch übt. Und hätte einen mir halt mal nicht geklaut, ne? Gute Pause zum Ende. Gibt noch ein bisschen Viewtime, wisst ihr? Bleibt jetzt bloß dran. Das war eh schon ein kurzes Video. Sonst ist YouTube doch wieder ganz böse auf mich. Hallo? Aha. Gute Leistung. Dankeschön. Ah, ne, war gar nicht ich. Pride. Doppel Pride bekommen und Mountain. Sniper hat Pride? Das kann sein. Keine Ahnung. Ein Frostivus-Schatz von 2023, für den man, glaube ich, einen Schlüssel braucht. Und irgendwas, was ich... Was? Scepter of the Sable Void. Aha. Ja. Ich commende vor allen Dingen mal meine Supports. Und den CK für seine coolen Plays. Den TB nicht, weil er hat mir die Rune geklaut. Das war leicht. Aber Sniper ist auch einfach, weißt du, wenn es schon mit einem Double Kill anfängt. Du machst ja nichts. Du stellst dich einfach hin und farmst ein bisschen. Und dann freust du dir einen Ast. Das reicht ja. Das reicht ja, bist du die ganze Zeit krass, ne? Irgendwie, und Gegner müssen dich erreichen, wenn sie die Möglichkeiten nicht haben. Bei ihnen hatten sie den Storm dafür, der hat es nicht geschafft. Ist es einfach nur noch lame. Und vor allem wären sie jetzt nochmal zurückgekommen, was natürlich irgendwie cool gewesen wäre für die Spielqualität, aber ne, man kann sich ja nicht einmal aussuchen. Wären sie nochmal zurückgekommen, dann hätte ich ja immer noch mit Sniper übelst den kranken Highground gehabt, ohne viel Skill beweisen zu müssen. Ich hätte mich da immer nur hinstellen müssen und Armmove mehr oder weniger machen können. Ja, das war mal wieder Sniper. Wir haben nicht mal mehr die BKB fertig bekommen. Was ist das denn hier? 4K Damage. Ich glaube, er meint den Kess. Ja, der hat da gar nichts gerissen. Was soll er auch machen? Gegen vor allem uns hier wüsste ich nicht, was Kess so tun soll, ehrlich gesagt. Nicht in dem Spiel. Außer er spielt überragend. Also, tschüss, macht's gut und bis bald. Vielleicht auch nach dem Urlaub erst. Ich muss mal gucken. Auf jeden Fall wünsche ich euch was. Ciao, ciao.